Gangster. Thomas Gottschalk postet Selfie mit Boris Becker. Moderator das Selfie auf seinem Instagram-Kanal und kommentierte die ohnehin schon kuriose Aufnahme mit den Worten: Gangster unter sich. Ob er mit diesem Foto etwa provozieren will? Schließlich fügte er noch einen zwinkernden Emoji hinzu. Da Thomas noch nicht allzu lange Social Media für sich nutzt, vergaß er doch glatt, seinen alten Freund zu markieren. Dass sich der 72-Jährige mit dem ehemaligen Tennisspieler zeigt, kommt bei seinen Fans wohl nicht ganz so gut an. Voll schön, dass du dich um Bedürftige kümmerst, lautete der ironische Kommentar eines Nutzers. Ein weiterer Follower schrieb ungläubig zu dem Beitrag, dass man diesem Menschen überhaupt noch eine Plattform gibt.